Zugriff auf das Usenet für nur 3,43 Euro im Monat. Dazu noch Zugriff auf zwei verschiedene Backbones, nämlich auf Usenet Farm und auf den Highwinds Backbone. Und als dritter Bonus noch ein Block-Account mit 300 GB. Klingt zu schön, um wahr zu sein? Das schaue ich mir nach dem Intro genauer an. Frugal Usenet ist einer der interessanteren Usenet-Provider da draußen. Gehen wir mal meine Liste durch. Bei Frugal bekomme ich Zugriff auf zwei verschiedene Backbones. Zum einen bekomme ich Zugriff auf den Highwinds Backbone und ich bekomme Zugriff auf den Usenet Farm Backbone. Das Interessante hierbei ist, dass der Highwinds Backbone nach DMCA verfährt und der Usenet Farm Backbone nach dem Notice and Takedown Verfahren. Ich habe also auch hier eine Redundanz eingebaut. Für mich heißt das im Umkehrschluss, finde ich auf dem einen Server nicht die Datei, die ich suche, könnte ich die auf dem anderen finden. Wenn wir schon von Backbones sprechen, dann kommen wir doch auch gleich zur Retention, also zur Vorhaltezeit von Dateien. Und da wird's interessant. Der Hauptserver von Frugal Usenet hat eine Vorhaltezeit von 2600 Tagen. Das entspricht ungefähr 7 Jahre und ist meiner Meinung nach schon eine ganze Menge. Laut dem Betreiber werden hierüber auch die meisten Dateien schon abgefrühstückt. Der Bonus-Server wiederum bei Usenet Farm hat eine Vorhaltezeit von bis zu 3000 Tagen. Das heißt jetzt nicht, dass ich dort alle Dateien, die 3000 Tage alt sind, finde, sondern wahrscheinlich eher nur die Dateien, die auch häufig angefragt werden. Wenn jetzt bei beiden Servern die Datei nicht gefunden wird, dann bekomme ich bei einem jährlichen Vertrag auch noch kostenlos 300 GB von Block News dazu. Damit habe ich Zugriff auf den Highwinds Backbone und habe hier eine Vorhaltezeit von echten 4600 Tagen, also die längste Vorhaltezeit, die ich so im Usenet kenne. Das hört sich jetzt vielleicht kompliziert an, ist es aber gar nicht, denn man trägt diese Server einfach in seinen Newsreader mit einer bestimmten Priorität ein und der Newsreader sucht dann automatisch die Server nacheinander ab, wo es die Datei finden kann. Deshalb sollte man auch den Hauptserver, der ist unlimitiert, als erste Priorität eintragen, als zweite Priorität an den Bonusserver, der ist mit 1,5 Terabyte pro Monat limitiert und der Block News Account wiederum, der ist halt auf das ganze Jahr verteilt mit 300 GB limitiert. Der wird aber voraussichtlich relativ selten zum Einsatz kommen, deshalb kann es je nach Downloadverhalten schon durchaus reichen, dass man mit diesen 300 GB über das ganze Jahr kommt. Jetzt kommt aber der Clou an dem Ganzen. Das, was ich jetzt alles erzählt habe, bekommt man für 3,43 Euro im Monat. Und das ist schon bemerkenswert, da ich ja hier für diesen geringen Preis schon Zugriff auf zwei verschiedene Usenet Backbones bekomme. Normalerweise würde ich zwei Accounts im Usenet haben. Einen Account bei einem Provider mit unlimitierten Downloads und dann noch einen zweiten Account mit einem Block-Account, der dann eben auf einer alternativen Backbone ist. Das Ganze kriege ich aber hier schon in einem Account und das auch noch unschlagbar günstig. Kommen wir zur Geschwindigkeit. Ich hatte jetzt die Gelegenheit, das Ganze auf einer Cloudbox bzw. auf einer Seedbox zu testen und diese Seedbox wiederum hat natürlich eine viel bessere Anbindung ans Internet als mein Vodafone-Anschluss zu Hause. Ich konnte hier Geschwindigkeiten von 200 MB pro Sekunde erreichen. Das entspricht ungefähr 1,6 Gigabit pro Sekunde. Das sollte also jedem Heimanschluss ganz dicke reichen. Und auch auf Seedboxen ist das natürlich eine klasse Geschwindigkeit. Kommen wir zur Sicherheit und Anonymität. Da gibt es eigentlich genau zwei Punkte, die man bei Usenet-Anbietern so anschauen kann. Zur Sicherheit sollte man sich anschauen, ob SSL unterstützt wird und da ist die Antwort ja, wird unterstützt. Und zur Anonymität muss man halt in die Datenschutzerklärung des Anbieters schauen. Zugegeben, da habe ich gar keine gefunden. Allerdings sagt der Anbieter, dass er keine Logs speichert und nicht analysiert, was man da im Usenet genau tut. Die Preise sind unschlagbar meiner Meinung nach. Wir haben jetzt nicht einen Angebotspreis, sondern die 50 Dollar im Jahr kostet das Angebot immer und wenn ich das jetzt in Euro umrechne und nochmal auf den Monat umschlage, dann komme ich eben auf günstige 3,43 Euro in einem Monat und dafür unlimitierten Usenet-Zugang und im Endeffekt auch natürlich Zugriff auf sehr gute Backbones und diese hohe Retention, spätestens wenn der Block News Account einsetzt, da gibt es absolut nichts zu meckern bei diesem Preis. Wenn wir schon beim Preis sind, sollten wir uns auch gleich über die Zahlungsweisen unterhalten.
PayPal wird angeboten, Kreditkarte wird angeboten und zusätzlich noch Kryptowährungen. Das hat mir am meisten gefallen. Sehr gut ist übrigens auch, dass man das Geld Cash dorthin schicken kann. Auch eine sehr interessante Option, die ich so noch nicht gesehen habe. Ja, bevor ihr fragt, es gibt auch das monatliche Abo für $4.99. Allerdings fehlt dann hier diese 300 GB von dem Blog-Account. Die bekommt man eben nur, wenn man einmal im Jahr diese $50 zahlt. Aber eigentlich macht das deutlich mehr Sinn. Erstens ist das günstiger dann auf den Monat gerechnet, plus man bekommt noch diesen Blog-Account von Blognews dazu. Also von mir gibt es auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung für diesen Usenet-Anbieter. Wenn du jetzt Interesse an diesem Usenet-Anbieter hast, dann kannst du gerne meinen Affiliate-Link aus der Videobeschreibung benutzen, dann verdiene ich an deinem Kauf etwas mit, ohne dass es für dich etwas mehr kostet. Wenn du dich für meine komplette Wertung interessierst, dann schau doch einfach mal auf meinem Blog usenet-erfahrung.de vorbei. Dort habe ich den kompletten Test mit einem Wertungskasten am Ende.